Valentina eilte der Ruf voraus, eine sehr gewalttätige Frau zu sein. Die Häftlinge im Gefängnis hatten Angst und Schrecken, wenn sie zu Valentina zur Untersuchung mussten. Sie war die Gefängnisärztin und behandelte die Häftlinge regelmäßig. In letzter Zeit ging ihr Beruf immer mehr auf die Nerven. Sie erkannte selbst, dass sie ihre Wut oft an anderen ausließ. Valentina, die Gefängnisärztin, war mittlerweile 58 Jahre alt. Durch die Arbeit im Gefängnis stumpfte sie emotional völlig ab. Es fiel ihr sehr schwer, gefühlvoll zu sein oder sich verwöhnen zu lassen. Auch ihr Temperament war sehr männlich. Sie hatte allgemein etwas Männliches an sich. All das waren Gründe, warum ihre Ehe nicht funktioniert hatte. Sie war alleinstehend. In den vergangenen 2 Wochen war Valentinas Stimmung besonders schlecht. Sie ist wegen jeder Kleinigkeit ausgeflippt. Die Wachen redeten hinter ihrem Rücken und machten sich über sie lustig. Sie machten Witze darüber, dass Valentina sich in ihren Wechseljahren befindet. Kurze Zeit nach diesen 2 Wochen geschah etwas Besonderes. Als ein Häftling mit dem Namen Sergei ihr Behandlungszimmer betrat, stellte sich die ganze Welt von Valentina auf den Kopf. Sein Name ging ihr den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Sergei war kaum älter als 30 Jahre. Alle Häftlinge, die im Gefängnis angeliefert wurden, mussten unmittelbar nach der Ankunft ins Behandlungszimmer von Valentina. Dort mussten sie sich ausziehen und wurden von ihr untersucht. Dass die Männer sich ausziehen mussten, störte Valentina nicht. Sie sah gerne Männer an. Aber manchmal, bei ungepflegten Männern, war es auch unangenehm für sie. Valentina war aber eine sehr verantwortliche Ärztin, hat ihre Machtposition nie ausgenutzt und behandelte die Häftlinge stets mit Respekt. Sie hatte nie Angst davor, jemals Gefühle für einen Häftling zu bekommen. Sie wusste, dass alle Männer, die im Gefängnis sind, Verbrecher sind. Ihrer Meinung nach verdienten die Männer keine Toleranz. Sie waren hier, um ihre Sünden abzuarbeiten. Aber als sie Sergei traf, veränderte sich alles in einem Augenblick. Das Unerwartete geschah in Valentinas Leben. Als sie Sergei sah, hatte sie sofort Schmetterlinge im Bauch. Sergei wurde zu ihrem Objekt der Begierde. Sie hatte sich so sehr in ihn verliebt, dass sie nachts kaum noch mehr schlafen konnte. In ihrer Fantasie trieb sie wilde Sachen mit ihm, aber die Realität war leider nicht schön. Valentina schwärmte jeden Tag von diesem jungen Mann. Eine Beziehung mit ihm zu führen, lag aber leider außerhalb ihrer Reichweite. Sie war die Gefängnisärztin und er war ein Häftling. Ihr war klar, dass sie in einen Verbrecher verliebt war. Die Verbrechen, die er ausgeführt hatte, waren keine Schlimmverbrechen. Verhaftet wurde er, weil er betrunken jemanden zusammengeschlagen hatte und seine Schläge schwere Verletzungen verursachten. Täglich wurde sie von dem Traum gequält, Sergei wiederzusehen. Leider war es für sie aber nicht abzusehen, wann sie ihn wieder treffen konnte. Wie das Schicksal so spielt, betrat Sergei eines Tages völlig unerwartet wieder in ihr Büro. Er klagte über Schmerzen in der Brust. Als er seine Leiden schilderte, achtete Valentina kaum darauf, was er sagte. Stattdessen sah sie ihn lüstern an. Valentina forderte Sergei auf, sein Oberteil auszuziehen. Sergei zog daraufhin sein Oberteil aus und Valentina näherte sich ihm. Als sein muskulöser Bizeps die Schulter von Valentina berührte, bekam er Gänsehaut und alle seine Muskeln spannten sich an. Valentina sah sich Sergeis Leiden gar nicht wirklich an. Sie sagte, dass Pillen das Problem schnell lösen werden. Sergei hatte das Gefühl, dass Valentina versuchte, unnötige Fragen zu vermeiden, um schnell zu etwas anderem übergehen zu können. Da Sergei bereits diagnostiziert wurde, war er in Eile, sein Hemd wieder zuzuknöpfen. Währenddessen rief Valentina: "Ausziehen!" Sie presste ihre Lippen auf seine Lippen und sah ihm dabei in die Augen. Sergei schaute verwirrt zur Tür und überlegte sich, ob er um Hilfe rufen sollte. Bevor er seine Entscheidung treffen konnte, begann Valentina aber schon damit, ihm die Hose herunterzuziehen. Sergei wusste nun, was Valentina vorhatte. Sie wusste, wie man Druck ausübte, und obwohl Valentina im Alter von Sergeis Mutter war, traute er sich nicht, sich zu wehren, weil er Angst vor den Konsequenzen hatte. Valentina sah ihn mit einem Lächeln auf den Lippen an. Sie hatte Schmetterlinge im Bauch. So ein Gefühl hatte sie noch nie zuvor erlebt. In diesem Gefängnis überschreitet das ganze Personal seine Befugnisse. Jeder macht, was er will, und alle arbeiten zusammen. Für Valentina war das aber das erste Mal, dass sie ihre Machtposition ausgenutzt hat. Sie nutzte die Macht der Einschüchterung und Sergei fiel darauf herein.
Er ließ den ganzen Prozess einfach über sich ergehen, aber er musste sich dabei fast übergeben, so ekelhaft war Valentina. Als alles fertig war, ging er zurück in seine Zelle. Sergejs einziger Wunsch war es, sich zu waschen. Aber leider war ihm das nicht erlaubt. Seine körperlichen Schmerzen, welche der eigentliche Grund für seinen Arztbesuch waren, hatte er fast vergessen. Die Pillen, die Valentina ihm verschrieben hatte, hatte sie ihm nie gegeben. Jetzt hatte er nicht nur körperliche Schmerzen, sondern auch seelische. Es war ekelhaft, das Spielzeug einer Frau zu sein. Er wollte auch mit niemandem darüber reden, denn er schämte sich zu sehr dafür. 2 Tage später musste er denselben Prozess schon wieder durchstehen. Valentina erkundigte sich nach seinen Schmerzen in der Brust. Sie forderte ihn auf, mit ihr ins Behandlungszimmer zu kommen, damit sie ihm dort die versprochenen Pillen geben konnte. Sergej sagte zu ihr, dass er keine Behandlung und keine Pillen benötigt. Valentina antwortet darauf mit einem Lächeln: Ich als Ärztin weiß das besser. Im Behandlungszimmer angekommen, begann Valentina wieder, ihn auszuziehen. Valentina war sich sicher, dass Sergej niemand von ihrer Spezialbehandlung erzählen wird. Sie wusste, dass es für ihn demütigend sein würde. Sie hatte sich für das Mittel der Einschüchterung entschieden und sah dies als die richtige Taktik an. Würde jemand davon erfahren, würde Sergej seinen Ruf als Opfer der Gefängnisärztin nie mehr loswerden. Dieses Trauma würde ihn ein Leben lang verfolgen. Andere Gefangene bekamen aber mit, welche Spezialbehandlung Sergej von Valentina stets erhielt. Er wurde von den Mitgefangenen gehänselt. Manche von ihnen waren auch eifersüchtig auf ihn. Sergej hätte seine Rolle gerne einen seiner Mitgefangenen abgetreten. Sergej musste sich der Spezialbehandlung die nächsten Monate über 2x wöchentlich unterziehen. Ihm blieb keine andere Wahl. Plötzlich hörte Sergej allerdings nichts mehr von Valentina. Die war wie vom Erdboden verschluckt. Er atmete erleichtert auf. Eine Woche verging und eine weitere Woche verging, ohne dass er ins Behandlungszimmer gebracht wurde. Sergej hoffte, dass Valentina ihre Lüste endlich gestillt hatte und der Albtraum ein für alle Mal beendet war. Später fand Sergej heraus, dass Valentina das Gefängnis verlassen hatte und in einer anderen Stadt arbeitete. Sergej wusste, dass er von nun an Arztbesuche meiden würde. Zu unangenehm waren die Erinnerungen, die er damit für immer verbinden würde. Aber alles geht vorbei und Zeit heilt alle Wunden. Einige Monate später war der Tag seiner Entlassung gekommen. Er hatte viele Pläne für sein Leben. Er wollte sich kopfüber in die Arbeit stürzen und ein Unternehmen eröffnen, das sich um die Reparatur von Haushaltsgeräten kümmert. Wie das Leben so spielt, wurden seine Pläne aber unerwartet von einer anderen Sache zerschlagen. Er erhielt einen Anruf, bei dem ihn eine strenge Frauenstimme nach seinem Namen fragte. Anschließend hat ihn die Anruferin gebeten, ins örtliche Krankenhaus auf die Entbindungsstation Nummer 11 zu kommen und legte auf. Sergej hatte Angst, er wusste nicht, worum es ging. Das Ganze erschien ihm sehr merkwürdig und unheimlich. In seinem Kopf begannen seltsame Gedanken herumzuschwirren. Vielleicht, dachte er, sind es seine Freunde, die ihn einen Streich spielen wollen. Aber seine Freunde waren nicht die Art von Witzbolden, die sich solch einen Streich einfallen lassen würden. Als er bei dem besagten Krankenhaus angekommen war und seinen Namen nannte, schickte das Krankenhauspersonal ihn in den 2. Stock. Dort empfand ihn eine junge Krankenschwester, die ihm mitteilig in die Augen sah. Die Krankenschwester teilte ihm mit, dass eine junge Frau bei der Geburt eines Kindes vor kurzem verstorben ist. Bevor sie starb, sagte sie Sergejs Namen und behauptete, dass er der Vater des Kindes sei. Sie sagte auch, dass die verstorbene Frau sich aber nicht sicher sei, dass er der Vater des Kindes ist. Die junge Krankenschwester war wohl noch neu und war es nicht gewohnt, schlechte Nachrichten zu überbringen. Sergej fehlten die Worte. Er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Das Mädchen wiederholte nochmals, dass Sergej der Vater sei. Sergej hatte das schon verstanden, aber er wusste einfach nicht, was er sagen sollte. Er war wütend, denn da er die letzten 10 Monate im Gefängnis verbracht hatte, wusste er, dass er nicht der Vater des Kindes sein konnte. Die verstorbene Frau hatte ihm einfach schamlos ein Kind unterjubeln wollen. Sergej wusste nicht, wie er reagieren sollte. Er hatte mit der ganzen Sache eigentlich gar nichts zu tun. Aber er wollte das Baby auch nicht einfach so im Krankenhaus zurücklassen. Das Baby war ja an nichts schuld und so entschied sich Sergej gemeinsam mit dem Krankenhauspersonal, das Baby zur Adoption freizugeben. Habt ihr schon mal von jemandem gehört, der so ein turbulentes Leben wie Sergej hatte? Wie hättet ihr in solchen Situationen gehandelt? Hinterlasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Bis bald.